Das ist ein Opel SX 1000, Baujahr 1963. Von diesem Fahrzeug haben sie 66 Stück produziert. Wir haben auf jeden Fall den mit Chassis Nummer 60 in Ohio gefunden. Das basiert auf einem Mini 1000 Cooper. Ein 1000er Cooper war ein schnell gemachter Mini. Die Standardausführung war 850 Kubik. Und der 1000er hat 56 PS produziert bei 6000 Umdrehungen. Der Ogul SX ist sehr viel gebraucht worden, dann auch für Rennsport, weil die GFK-Karosserie, die auf die Mini-Bodengruppe auflaminiert wurde, noch mal leichter war als eine Mini-Karosserie und durch das natürlich noch mal zusätzlich Leistung generiert hat. Er hat Doppelvergaser, Scheibenbremsen vorne. Er hat wie alle Mini Einzelradaufhängung rundum. Wir sind mit dem Auftrag betraut worden, das Auto komplett neu aufzubauen. Im Speziellen darauf zu achten, dass so viel als irgend möglich original erhalten bleibt. Diese alte Benzinleitung hat eigentlich zu viel Schaden. Ein paar Knicke, Rost, tiefe Kratzen. Und wegen Sicherheit machen wir etwas Neues. Zuerst mache ich so gerade wie möglich. Und dann mit Werkzeugen, Scheibenwerkzeugen und Biegenwerkzeugen so mache ich genau so eine Kopie. Das ist einfach ein altes Stück Haushaltskabel, das man biegt in Form hält. Dann weiß ich mehr oder weniger, wie viel ich brauche, diese Kurven zu machen, sonst ist es schwierig zu sagen. Diese Leitung, dass wir keinen Knick bekommen und dass am Ende es sauber aussehen. Man dreht, bis dieses Rad Kontakt macht. Geht zweimal rund und dann jedes zweite Mal ein bisschen mehr Druck. Und am Ende hat man einen sauberen Schneid als mit Seitenschneider zum Beispiel oder eine Säge und keine kleinen Partikel im Leitung selber. Auseinanderzunehmen und dann kontrollieren wir die neue Leitung und Karosserie selber, um zu schauen, ob es wirklich passt oder ob ich weiter biegen muss, um die richtige Form zu erreichen. It goes behind, sits in that groove there. Anything above here could be adjusted to suit. Jetzt markiere ich die Leitung, wo es an Karosserie liegt, dass ich ein dünnes Gummischutz auf jedes Stück machen kann. Die Benzinleitung ist montiert. Als nächstes sind wir auf dieser Seite kommt die Bremsleitung hier. Von vorne her. Dann muss noch das Batteriekabel montieren.
und dann kann man den hinteren Hilfsrahmen montieren. Okay, jetzt mache ich eine neue Bremsleitung. Das da ist der alte, ziemlich rostig und am Ende sogar kaputt. Es sollte so einen Nippel haben, dass es in die Adapters durchkommt. Aber das ist weggebrochen wegen älter. Da haben wir das neue Material. Es ist genau gleich wie dem Benzinleitung, das ich gerade gemacht habe. Aber es ist viel dünner, weil nicht so viel Flüssigkeit da durchgehen muss. Okay, die Methode zum diese neue Leitung machen ist fast genau gleich mit dem Benzinleiter. Außen, das ist natürlich, man muss die Nippel einbauen. Dazu muss ich genau die richtige Länge machen und dann den Nippel einrutschen und diesen Ende formieren. Wir haben ein spezielles Werkzeug, das zu machen. Und das sage ich bald, wenn alles vorbereitet ist. Okay, jetzt haben wir die lange Bremsleitung fast fertig gebaut. Was fehlt noch, ist die Nippel am Ende. Und die richtige Ende zum Formieren an dieser Leitung haben wir diese Maschine. Man setzt die Leitung da rein, so wie es flach liegt. Nimmt den Zeugenstuch da oben. Festmacht und dann mit der richtigen Größe in dieser Leitung nimmt man den Adapter und schaut, dass es in der Mitte liegt. Und so. Dann ist die Leitung fertig gemacht und passt gut in den Adapterstück. Okay, die lange Bremsleitung ist fertig gemacht und eingebaut zum T-Stück und da hinten bereit zu montieren mit dem hinteren Aufhängungsraum. Nächster Schritt ist diese Batteriekabel einzubauen. Das liegt hier in diesem Kanal. Und was wir machen jetzt ist den Kanal ein bisschen weiter offen machen, die Kabel reinstoßen und dann am Ende, wenn beide Hilfsrahmen montiert sind, können wir das fertig schließen, dass der Kabel eingeklemmt ist.